Wir befinden uns ja jetzt im Straflandesgericht, vor dem Straflandesgericht in der Wickenburggasse, wo soeben eine Kundgebung, eine Demonstration stattgefunden hat bzw. angefangen hat. Wie sehen Sie das als unabhängiger Strafverteidiger? Also ich sehe das sehr bedenklich. Meines Erachtens ist hier die Politik angehalten, dass sie rund ums Straflandesgericht im 200-Meter-Bereich ein Demonstrationsverbot macht. Aus zwei Gründen. Zum einen, wir haben eine unabhängige Justiz. Zum zweiten, wir haben ja unabhängige Richter, unversetzbar, unabsetzbar. Und die wissen ganz genau, was sie tun. Das sind Berufsjuristen, genauso die Oberstaatsanwälte bis zum obersten Gerichtshof. Und hier eine Demonstration zu machen und hier quasi die Lynchjustiz, einen Volksgerichtshof quasi einzuberufen, was hier schon quasi den Anschein macht, halte ich für komplett falsch. Und der Prozess startet ja um 9.45 Uhr. Was kann man sich da heute erwarten? Auch es heißt ja, dass es ein Schöffengericht gibt, das das Urteil fällen wird. Ich gehe davon aus, er hat ja zwei erfahrene Strafverteidiger, dass das genau so, wie es veranschlagt wird, mit einem Urteil endet. Und ich gehe auch davon aus, dass dieses Urteil gerecht, fair sein wird und nicht beeinflusst von irgendwelchen Demonstrationen sein wird.